Hallo YouTube, mein Name ist Ranuri und ich präsentiere euch heute das Unboxing und die Review zum Bluespark Mikrofon. Ich habe mich für das Bluespark entschieden, weil ich erstens mit Blue schon sehr zufrieden war. Ich hatte vorher nämlich das Snowball Ice und wollte jetzt eine bzw. ein paar Preisklassen höher gehen und etwas für mehrere Monate oder sogar Jahre erstmal behalten. Des Weiteren hat mich das Design von Blue ziemlich fasziniert. Ich bin nämlich ein ziemlicher Fetischist, was Design angeht. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch ein iMac. Und ja, das Design von dem Blue-Mikrofon ist einfach bombastisch. Ich bin ein Typ, der wenig Ahnung von Audio und diesem ganzen Kram hat, aber dennoch versuche ich euch so gut wie möglich darzustellen, worum es hier geht. Aber als erstes zum Unboxing. Ich habe mir das Bluespark bei Thomann für 138 Euro zugelegt, dazu noch einen Arm für 33 Euro und ein Adapter, zu dem komme ich später, für 46 Euro bei Amazon, das Blue Icicle. Als erstes, wenn man das Bluespark vor sich hat, hat man eine Pappverpackung, die aussieht wie eine Streichholzschachtel. Das sieht schon ziemlich geil aus, auch ziemlich in Vintage gehalten, wie eine Streichholzschachtel eben. Sehr hohe Designansprüche, sogar bei der Verpackung. Entfernt man dann die Pappe, kommt einem eine Holzkiste entgegen. Ich muss sagen, ich habe noch nie so eine geile Verpackung gesehen. Blue legt, wie gesagt, ziemlich viel Wert auf Design, auch bei der Verpackung. Und ich habe noch nie etwas ausgepackt oder etwas so an Technik ausgepackt, was in Holz eingepackt ist. Das ist wirklich ziemlich einzigartig. Vorne hat man noch den goldenen Spark-Schriftzug auf der Klappe. Wenn man diese Klappe dann aufzieht, sieht man vorne erstmal das Handbuch, was in zwei Sprachen, Englisch und Französisch war das, glaube ich, vorhanden ist, was auch ebenfalls wie so eine aufklappbare Streichholzschachtel designt ist. Des Weiteren gibt es noch einen Blue-Sticker dazu. Entfernt man dann den Schaumstoff, kommen einem auch alle drei Teile direkt ins Auge. Als erstes der Popfilter. Der wahrscheinlich schönste Popfilter der Welt. Funktional ist er anscheinend nicht so, wie ich schon oft gehört habe. Ich muss das selber noch testen, weil er ziemlich klein ist und ziemlich nah am Mikrofon befestigt ist. Man kann die Entfernung auch nicht ändern. Aber was das Aussehen angeht, wahrscheinlich der schönste der Welt. Als zweites die Spinne, die extra fürs Bluespark entwickelt wurde. Das Digital passt da wahrscheinlich auch rein. Alles in allem ergänzt sich das designtechnisch ziemlich gut. Der Popfilter, das Mikrofon an sich und die Spinne. Auch das Plättchen vom Blue-Logo sieht ziemlich edel aus. Alles ist aus edelstem Metall. So verchromt, möchte ich jetzt mal sagen. Es glänzt alles sehr schön, wirkt alles sehr robust. Es ist auch schwer. Das Mikrofon an sich ist sogar so schwer wie die Spinne schon. Und wenn man das dann alles aufgebaut hat, sieht das Ganze so aus, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht. Ich habe mir noch den Millennium DS100 für 33 Euro dazu bestellt, weil er ziemlich, also ich wollte keinen Mikrofonarm zum Schwenken haben, weil der mir ziemlich, ja, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich den in meiner Situation hier an meinen Tisch befestigen sollte, aber der passt ziemlich gut hier, der DS100. Der ist auch an der Front von meinem Tisch befestigt und geht dann parallel zu mir vor mein Gesicht. Und ich kann so sehr gut arbeiten. Ich kann drunter durchgreifen an die Tastatur und an die Maus und kann sehr bequem sprechen und auf den Bildschirm gucken. Das Bluespark ist ein Kondensatormikrofon von Blue Microphones, einer amerikanischen Firma, die schon ziemlich viel Erfahrung in ihrem Geschäft haben und wahrscheinlich auch mit die teuersten Mikrofone der Welt herstellen. Das Ganze benötigt aber Phantomspeisung. 48 Volt ist das normal für Kondensatormikrofone. Und um diese Phantomspeisung zu bekommen, die kann man nämlich nicht direkt vom Computer bekommen, also es gibt keinen Anschluss dafür. Der Anschluss nennt sich XLR. Also braucht man dafür ein Interface. Also braucht man zum Beispiel einen Vorverstärker, so ein Mischpult oder ein kleines USB-Interface. Die gibt es auch schon relativ günstig. Ich glaube, bei 40 Euro fangen die an. Da kann man aber auch hunderte von Euro für ausgeben. Aber im Prinzip erfüllen sie, also für mich sollten sie nur den Zweck erfüllen, einfach das XLR-Signal in USB umzuwandeln, weil ich das einfach in meinen Computer stöpseln möchte. Die ganzen anderen Funktionen von solchen Mischpulten und USB-Interfaces, von denen habe ich erstens keine Ahnung und zweitens brauche ich sie wahrscheinlich gar nicht. Ich möchte nur hohe Qualität an Stimme und die habe ich so mitgekriegt und die möchte ich einfach nur in meinen Computer bringen. Ich habe mich in dem Fall für eine, ja, relativ günstige Variante entschieden, auch von Blue selber, das Icicle. Das Icicle ist im Prinzip nur ein Adapter, ziemlich leicht sogar, wenn man den jetzt so sieht, kommt der wahrscheinlich schwerer vor, aber er ist ziemlich leicht, was das XLR-Signal in USB umwandelt. Das Ding kann sogar leuchten,
und man kann an ihm selber auch noch die Lautstärke einstellen. Die Verpackung von dem ist zwar nicht so edel wie vom Blue Spark, aber das tut ja hier auch nichts zur Sache. 46 Euro bei Amazon. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in mein neues Audio-Setup, was jetzt YouTube angeht. Die Investition hat mich insgesamt 217 Euro gekostet und ich denke mal, ich habe diese 217 Euro sehr gut angelegt. Ich habe sie im Prinzip für euch da draußen ausgegeben, aber auch zu meinem Spaß, weil mit diesem Mikrofon kann man wirklich sehr viel Spaß haben, weil es einfach nur eine bombastische Audioqualität hat, die ihr natürlich das ganze Video über schon gehört habt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen zu dieser Review und dem Unboxing vom Blue Spark Mikrofon von Blue Microphones. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht eine Kaufentscheidung abnehmen. Ich kann euch das Mikrofon für diesen Preis nur empfehlen. Der Popfilter und die Spinne sind ja auch enthalten, das ist sehr gut. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Haut rein, wir sehen uns in der Zukunft.